Tra. Ich hab gedacht, jetzt krach. So weiter in der Hoffnung, dass diese, heute heißt es wohl, wie heißt das? Also jedenfalls, dass irgendwelche Typen nicht kommen und mich fragen nach dem Ausweis. Ja, voll durch den Gulli. Das hier, wenn dieses Schild dort steht, darfst du hier an den Kantenstreifen benutzen. Das ist extra so ein umklappbares Schild. Und es ist jetzt gerade nicht umgeklappt, das heißt, man darf die rechte Spur nicht benutzen. Wir gingen für die Einstellungstermine Februar und September zusammen fast 7.700 Bewerbungen ein. Das sind rund 1.600 mehr als im Vorjahr. Christoph Winkelmann. Neue Prius hat er nie im Leben so eine schlechte Beschleunigung. Ja, sind das mega. Gleich 1:04, damit Sie besser planen kommen können und sicher ankommen, jetzt das Neueste aus dem S-Bahn-Verkehrszentrum mit Michael Splint. Ah, oh, der macht ihn genau nach, ey. Richtung Gießen zwischen Hanauer Kreuz und Langenselbauer Dreieck. Gegen Kemal Goga ihre Heimat und als Griechin kennt sich Anetta natürlich aus. Sie kennt die besten Orte auf Rhodos, die Sehenswürdigkeiten. Es gibt eine Spezialität, die bei den Touristen immer besonders. Ja, super. Sagt Fremdenführerin Anna. Peter Rose zum Beispiel etwas ganz, ganz Örtliches hier. Das ist so eine Art. Nachts ist es locker bewölkt oder klar. Örtlich entsteht wieder Nebel. Die Tiefstwerte liegen bei 13 bis 3 Grad. Morgen nach Nebel, Sonne und teils dichte Wolken. Ja, fährst du jetzt? Wechsel, Höchstwerte 17 Grad im Nebel bis 24 Grad bei Sonne. Am Freitagnachmittag westlich des Rheins Schauer. Am Samstag dann Wechsel. Alter, das sehe ich überhaupt nichts wegen dem blöden Geblinker. Das Neueste aus dem SWR 3. So, jetzt kann man aber wieder 50 fahren, oder? Im Brems-Murr-Kreis auf der Welsheimer Straße. Ja, das ist mir jetzt doch ein Knopf wert. Nee, jetzt, ne? 50 auf der Autobahn. Alter, das ist Stadtgeschwindigkeit. 80 ist ja erlaubt. Ey, was für ein Idiot. Vollmeise, ey.